Das war Raska Raska. Musikalisch sind wir heute auf jeden Fall total vielseitig da, aber wir hatten heute schon die Kindermusikerin Zucchini und jetzt geht es nochmal in eine ganz andere Richtung und zwar mit der Band Havery oder Havery. Das werden wir gleich klären. Ja, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt euch im Jahr 2017 gegründet, damals noch als klassische Stoner-Rock-Band. Dann durch verschiedene Einflüsse eurer Mitglieder hat sich der Sound so ein bisschen verändert. Jetzt nennt ihr es Heavy Fuzz Rock. Euer Debütalbum kam 2020 raus. Feast of Vultures heißt es. Und ich würde sagen, zum Einstieg ziehen wir mal drei schnelle Fragen aus der Box. Sehr gerne. Los geht's. Was steht drauf? Lies mal vor, was du da gezogen hast. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ja, was ist immer im Kühlschrank? Ich glaube, bei mir steht fast immer irgendwie eine Packung Quark im Kühlschrank. Ja, ist gut. Wir essen sehr gerne Kartoffeln mit Leinölquark. Das ist ein sehr leckeres Essen. Die nächste. Bei dir? Ist es bei dir auch Quark? Weniger Quark, aber ein selbstgemachter Hummus darf sehr gerne im Kühlschrank stehen, natürlich auch mal ein kaltes Bier, ist auch immer gern gesehen. Nicht schlecht. Nummer zwei. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um ausgeschlafen zu sein? Na gut, das ist hier wahrscheinlich gleich sehr unterschiedlich. Bei mir sind es knapp 6, 6,5 Stunden, um wirklich fit zu sein, um nicht eigentlich zu, also umso länger ich schlafe, umso müder bin ich am Ende des Tages. Okay. Mhm. Ja, ich bevorzuge die 8 bis 9 Stunden Schlaf. Ob ich dann wirklich ausgeschlafen bin, weiß man nicht, aber... Da wäre ich auch eher da dabei. Das sieht man immer am nächsten Morgen nach dem Konzert. Genau. Super. Eine dritte noch? Ja. Hast du die vorlesen? Yes. Was hast du immer im Auto? Da ich kein Autofahrer bin, relativ wenig bis gar nichts. Auch gut. Eine Decke. Eine Decke. Für den Notfall. Für den Notfall. Sicher ist sicher. Eine Kälte-Wärmedecke oder eine ganz normale? Ganz schlichte Decke, einfach, falls man irgendwo stehen bleibt, irgendwie auf der Autobahn oder so, dass man die Möglichkeit hat, auf dem Sitz zu schlafen oder... Oder dann ja, Picknick zu machen. Oder ein Picknick zu machen, ja, geht auch. Ja. Alles klar. Also Sophie und ich haben uns vor dem Interview natürlich ein bisschen über euer Genre unterhalten, in dem ihr so unterwegs seid. Wir beide sind gar nicht so in der Heavy-Metal-Richtung, aber wie kam es denn, dass ihr euch dem Genre verschrieben habt? Was liebt ihr daran so sehr? Ja, wie eingangs schon erwähnt, war das Projekt gegründet worden 2017. Es ist ein bisschen früher sogar passiert, mit der Idee, meine alte musikalische Liebe, den Stoner-Rock aus den 90ern, wieder aufblühen zu lassen. Und wir kamen alle aus unterschiedlichen Bands, vielen subversiven Bands, aus der Punk-Hardcore-Szene. Tatsache gab es auch einen, oder gibt es einen Gitarristen bei uns, der heute nicht spielen konnte. Wir sind eigentlich 6 Leute, der aus der Black-Metal-Szene kommt, Tatsache. Und auch Hip-Hop-Einflüsse waren auch mal bei unserem Bassisten mit dabei. Wir haben uns ja zusammengefunden, wollten was entwickeln, konzipieren, was vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber was vielleicht nicht jeder macht. Also keinen klassischen, einfachen Stoner-Rock, der vielleicht auch für manche Musiker ein bisschen oder Musikerhörer ein bisschen zu langweilig rüberkommen könnte. Sondern wir haben gedacht, wir machen halt schnelleren Stoner-Rock, der Metal-Einflüsse hat, aber auch Punk-Einflüsse hat, der vielleicht auch ein bisschen mal so ein bisschen sphärische Klänge aus dem vielleicht Black-Metal-Universum mit sich bringt. Ja, der Hardcore kommt immer so ein bisschen irgendwie rein bei uns, glaube ich. So ist die Platte entstanden. Wir stehen dazu, wir finden die toll und werden uns musikalisch dahingehend noch ein bisschen entwickeln, dass wir vielleicht noch ganz andere Einflüsse mit den nächsten Songs einfließen lassen. Ja, cool. Und erstmal nennt sich das Ganze dann Heavy Fuzz Rock. Erstmal. Schauen wir mal, was noch kommt. Eure Musik sprudelt ja förmlich vor Energie so über. Wie schafft ihr es denn, so viel Energie auf die Bühne mitzubringen und rüberzubringen und das Publikum mitzureißen? Das hat ja heute wieder ganz wunderbar geklappt. Dankeschön erstmal. ja, also wie gesagt, wir kommen halt aus, oder einige von uns kommen halt aus dem Punk- oder Hardcore-Bereich, wo wahrscheinlich einfach die Energie auf der Bühne ein ganz entscheidendes Instrument ist auch. Was rübergebracht werden soll, was transportiert werden soll gegenüber den Leuten, die das zelebrieren, hören wollen, feiern wollen. Ich glaube, Energie auf der Bühne ist unglaublich wichtig, vor allen Dingen auf größeren Bühnen. Das ist heute ja so eine schon größere Bühne, ist jetzt keine Clubshow, wo vielleicht nur 10 Quadratmeter Bühne oder so vorhanden ist.
Und demzufolge kann man auch mal ein bisschen zeigen, dass man sich bewegen kann. Und das haben ja auch die Vorbands schon gezeigt. Bewegung ist wichtig auf der Bühne und das ist halt, Energie ist ganz wichtig. Punkt. Ja, es ist am Ende auch ein bisschen die Leidenschaft zur Musik, die uns ja alle verbindet. Wie gesagt, wir kommen aus ganz verschiedenen Genres und letztendlich ist es auch unser Hobby und das versuchen wir, unsere Leidenschaft versuchen wir dann auf die Bühne zu übertragen. Genau. Bleiben wir doch auf jeden Fall mal bei der bestimmten Bühne hier. Ihr habt ja auch eine ganz besondere Verbindung zum Bergfunk. Seid sozusagen ganz eng damit verknüpft. Vielleicht könnt ihr darauf mal ein bisschen eingehen, was das Bergfunk für euch bedeutet, wie ihr hier verbandelt seid sozusagen. Ja, wir beide sind tatsächlich, ich sage jetzt mal noch die distanziertesten von denen. die anderen aus der Band sind alle teilweise seit 2008, 2009 in der Crew vom Bergfunk, arbeiten hier jedes Jahr ehrenamtlich mit. Ich weiß, Thomas hat hier unglaublich viel selber gebaut, allein der Konsum, der hinter uns steht, der ist, glaube ich, aus seiner Feder entstanden. Also kommen hier teilweise aus der Region und haben hier schon immer mitgewirkt, jedes Jahr fleißig immer dabei gewesen. Ich glaube, teilweise bis zu 2 Wochen Urlaub hier investiert, jedes Jahr, um hier dabei sein zu können. Und wir sind, oder ich bin persönlich eher der Besucher. Ich glaube, 7., 8. Mal bin ich hier. Ich freue mich heute auch, meine Frau und meine Tochter mitzubringen, das erste Mal. Ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Wir sind gerne hier. Bei ihm ist es jetzt das zweite Mal. Ja, ne? Das zweite oder dritte Mal, dass ich jetzt als Gast hier bin. Die Band hat ja 2019 schon mal hier gespielt, da war ich noch nicht dabei. Da war ich auch als Gast hier. Genau. Ja, cool. Dann lass uns noch mal kurz über euren Bandnamen sprechen. Ihr habt vorhin schon gesagt, dass es da eine kleine Geschichte zu gibt, wie der entstanden ist. Erzählt doch mal. Ja, wir haben ja in anderen Bands schon vorgespielt. Ich hatte mal auch so ein bisschen Probleme mit Namensrechten, so kann man es sagen. Wir hatten mal mit meiner alten Band Probleme mit einem US-Amerikaner, der denselben Namen hatte, natürlich den zuerst hatte und dann gab es so ein bisschen Probleme. Das war in der Bandnamenfindung, fließt das zumindest mit ein und ja, irgendwie durch Zufall sind wir in unseren Proberaum rein, der besteht aus 2 Fahrstühlen, wo man hochfahren kann. Wir proben in Berlin, in Lichtenberg und haben dort einen Kollegen, der dort im Haus arbeitet, fest arbeitet und der sich um die ganzen Sanitärsachen und so weiter kümmert und hatten mal einen Zettel an der Fahrstuhltür hängen mit dem Wortlaut Havarie in dem Kontext, wegen Havarie sind die Toiletten ist geschlossen kaputt. Und genauso geschrieben und es sah optisch irgendwie sehr anziehend, ansprechend aus und dachten, bevor man sich irgendeinen Namen aus dem Hut zaubert, wo man vielleicht dann auch wieder Probleme hat bei heutzutage ja auch wegen Internet, wegen der Google-Suche oder wegen anderen Bands, die schon ähnlich klingen, man kann das gar nicht so recherchieren. In der Zeit haben wir diesen fiktiven Namen genommen, der uns ins Auge gesprungen ist und irgendwie hat es bei allen Klick gemacht sofort. Der ist einfach zu euch gekommen. Sehr schön. Wir haben jetzt noch ein ganz paar Minuten Zeit. Wir haben uns noch ein kleines Spiel überlegt. Und zwar haben wir ein bisschen recherchiert nach Klischees über Metal. Die wollen wir euch mal vorlesen und nehmt gerne Bezug darauf, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Klischee aus der Welt räumen, weil genau. Klischees sind ja eigentlich immer nicht so toll. Ich würde mal anfangen mit was sehr Passendem. Metal-Musiker oder Metal-Musikerinnen trinken nur Bier. Prost, würde ich sagen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Sehr viele Metal-Fans trinken sehr viel Bier, aber auch gerne andere alkoholische Getränke. Aber das heißt nicht automatisch, dass alle Metal-Fans Alkohol trinken. Aber es gibt sehr viele, die dem Bier nicht abgeneigt sind. Mhm. Ja, ich trinke auch ganz gerne mal 1-2 Bier. Bin aber Tatsache eigentlich, auch wenn es jetzt anders hier rüberkommt, eher der Cocktail-Typ oder Longdrink-Typ. Und muss jetzt auch nicht zwingend so tief ins Glas schauen. Das ist gar nicht so meine. Also ich habe irgendwie da mehr Respekt vor, immer die Kontrolle zu verlieren. Klischee Nummer 2. Metal-Musiker sind alle tätowiert. Nein. Nein? Und? Ja. Kommt vor, ja. Hm? Gehört vielleicht ein Stück weit so ein bisschen zum Lebensstil oder so dazu, ja, kann man so sagen. Okay, für ein letztes Klischee haben wir noch Platz. Ich würde sagen, die restlichen können wir ja uns für Social Media vielleicht noch aufheben, wenn ihr darauf Lust habt. Dann schaltet da auf jeden Fall gerne nachher nochmal rein. Okay, Metal-Musiker fahren alle Motorrad. empfinde ich als Quatsch, aber
Das Klischee kommt in der Band-Tatsache auch vor. Okay. Es gibt zwei, die ein Motorrad oder ein Moped oder was auch immer fahren, ja. Okay, wir haben gelernt, einige Klischees, manchmal trifft es zu, aber eigentlich auch nicht auf alle. Ja. Vielen Dank, dass wir da ein bisschen Klarheit gewinnen konnten. Und schön, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank. Und Zeit hattet, mit uns zu sprechen.